So, Landepunkt habe ich ausgesucht. Da ist ein bisschen Break. Und hoffentlich hat er die richtige Länge. Sit. Okay, so dieser Schlag ist auch sehr wichtig. Kommt sehr, sehr viel vor. Ich bin von der Fahne ungefähr 22 Meter entfernt. Da ist aber viel Vorgrün bis zum Grün. So, von da zu putten, das wird schwer mit der Dosierung. Ich könnte den Ball natürlich hochspielen und viele Golfer, auch Anfängergolfer, wollen gerne den Ball hochfliegen sehen und dann soll der Ball schnell liegen bleiben. Das sieht so toll aus, aber leider ist der Schlag super gefährlich. Das ist der Schlag mit dem Sandwich. Stattdessen schlage ich vor, dass du wieder das Eisen 9 nimmst. Eisen 8 geht auch. Eisen 9 von hier ist ideal, weil wir wollen, dass der Ball ausrollt. Deswegen Chip and Run. Das Run heißt ausrollen. Wir wollen, dass der Ball flach fliegt und weit rollt. Zurzeit sind die Grüns hier in Europa super hart, auch die Vorgrüns. Und deswegen ist dieser Schlag ganz gut. Der hohe Ball springt oft weg zurzeit, oder? So, von der Technik her, ähnlich zum Putt-Chip, recht nah am Ball stehen. Du kannst nicht nah genug am Ball stehen. Der Schläger darf ziemlich aufrecht sein. Vielleicht ein Tick weiter wegstehen. Aber wirklich, wenn du nah stehen möchtest mit Schläger auf der Spitze, wie beim Putt-Chip-Training, das geht auch. Ich stehe einen Tick weiter weg vom Ball, dass die Sohle bei mir auf dem Boden liegt. Dann denke ich an Uhrzeit. Ich denke an 8 Uhr, 4 Uhr. Und der große Unterschied zum Putt-Chip ist, dass ich hier beim Durchschwingen mitgehe. Ich verwende meinen Körper, um ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu produzieren, damit der Ball ein bisschen weiter kommt. Beim Putt-Chip war die Entfernung so 10 Meter. Und hier habe ich über 20 Meter. Okay, so zum Griff, das ist sehr wichtig. Du darfst einen ganz normalen Griff für diesen Schlag verwenden. Nur immer schauen, dass das V der rechten Hand zum Kinn zeigt. Du möchtest nicht so stehen halten, sondern so. Das V muss zum Kinn. Weil viele Golfer schließen den Schläger und der Ball geht nach links. Ich greife mein Eisen 9 etwas tiefer, weil ich so nah stehe am Ball. Und jetzt wird gependelt. Und ich mache noch einen Schlag und dann reden wir über die Handgelenke. Wie fest sollte die Handgelenke sein? Rollball. Ja, der war gut. So, man denkt immer, chippen feste Hände und dann sieht man Golfer, die das tun. Leider verliert man Gefühl dadurch. Ich halte den Schläger super, super leicht. Und ich spüre, wie der Schläger ein bisschen sich in den Händen bewegt. Aber von deiner Perspektive sehen die Hände sehr ruhig aus, oder? Und ruhig sind sie. Warum? Weil ich meinen Körper drehe beim Durchschwingen. Würde ich stoppen, würde ich mein Gewicht nicht nach links verlagern, dann passiert das oft. Das passiert so viele meiner Schüler mit höheren Handicaps. Der Schlägerkopf überholt die Hände. Wir möchten eigentlich bei diesem Schlag, dass der Griff zuerst am Ball ist, bevor der Schlägerkopf. Und so kriege ich den Ball auch flacher. Aber das wird automatisch passieren, wenn du den Körper drehst. Und dann kommst du in diese schöne ausgestreckte Position, wo der Schaft und Arm eine gerade Linie bilden. So, ich hoffe, dass du es jetzt trainierst. Der Chip and Run ist einer meiner Lieblingsschläge. Das ist einer der wichtigsten Schläge überhaupt. Und wenn du Glück hast, kann es so sein, passieren, dass du den einlochst. Aber ich habe bessere Chancen, die Gänse zu treffen, als einzulochen bei dem Chip. Okay, so viel Spaß beim Trainieren. Und bitte schau wieder morgen vorbei, dann kommt Teil Nummer 3 des Coachspiel-Trainingskurses. Tschüss!